Hallo, wir sind Giacomo Schmidt Und Jong Sanwoo. und wir sind seit. Was machst du da, Hugo? Was für einen Wettbewerb, bitte? Was für ein Zufall! Wir üben nämlich auch gerade für den Wolf-Wettbewerb in Stuttgart. No, we're not wolves. Giacomo is a singer and I'm a pianist. Wir haben uns recht zufällig kennengelernt. Jong San wohnt in London und ich wohne in Kopenhagen. Und wir wurden zusammengesetzt für die Audition für die Liedakademie des Heidelberger Frühlings. Und in der ersten Probe haben wir uns so gut verstanden, dass wir seither ein Duo sind. herrlich. Oh, sie goes to Stuttgart, eh? Das nächste Duo ist das Duo Nummer 24, der deutsche Bariton Giacomo Schmidt. Er wird begleitet von der südkoreanischen Pianistin Yong Song-woo. Und von den beiden hören wir zunächst von Franz Schubert Fischerweise, dann von Hugo Wolf, der Knabe und das Imlein, und dann ein Lied von Maud Valerie White, So We'll Go No More A-Roving. Ich habe Maud Valerie White gerade schon erwähnt. Sie war eben eine der Komponistinnen, auf die mich Graham Johnson beim letzten Wettbewerb hingewiesen hat. Vielleicht hört er uns auch gerade zu. Schöne Grüße und vielen Dank für diesen Hinweis. Maud Valerie White war eine in Frankreich geborene englische Komponistin, die zu einer der erfolgreichsten Liedkomponistinnen in der viktorianischen Zeit wurde. Sie wurde 1855, wie gesagt, in Frankreich geboren, zog dann mit ihrer Familie nach England, als sie erst ein Jahr alt war, wuchs also weitgehend in England auf, verbrachte ihre Kindheit aber auch in Heidelberg und in Paris und spielte von klein auf Klavier. Und bereits mit 17 Jahren hatte sie ihr erstes Lied komponiert. Sie war hochgebildet, sprach mehrere Sprachen, was ihr in späteren Jahren half, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie übersetzte dann Bücher und Theaterstücke. Doch auch sie stieß zunächst auf Widerstände, als sie die Laufbahn einer Musikerin und Komponistin einschlagen wollte. Der Vater war sehr früh verstorben, als sie noch ein Kind war. Aber die Mutter war alles andere als begeistert, dass die Tochter eine Musikerkarriere einschlagen wollte. Die konnte dann aber doch überredet werden und so konnte Maud Valerie White ab 1876 an der Royal Academy of Music in London studieren. Sie war die erste Frau, die 1879 das renommierte Mendelssohn-Stipendium erhielt. 1883 ging sie nach Wien und studierte dort ein halbes Jahr bei Robert Fuchs, bei dem letztendlich auch Hugo Wolf kurze Zeit und Gustav Mahler studiert haben. Und Fuchs versuchte sie offenbar auch davon zu überzeugen, sich in anderen Genres und mit anderen Besetzungen kompositorisch auseinanderzusetzen und darin zu versuchen, aber sie blieb tatsächlich weitgehend dem Lied treu. Das Lied, das wir jetzt dann gleich hören werden, So We'll Go No More A-Roving, entstand im Jahr 1888, im großen Liedjahr von Hugo Wolf, als die Mörike-Lieder, die Goethe-Lieder und die Eichendorff-Lieder entstanden, und es ist auf einen Text von Lord Byron komponiert.
Wird das Schätzchen lachen im Wald.
nach dem Tramp.